Mal was Echtes, werde Maler und Lackierer. Unter diesem Titel steht die Nachwuchsaktion des Verbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz Hessen. Die Auszubildenden aus 25 Innungen dürfen hier zeigen, wie kreativ der Beruf des Malers ist. Und das nicht irgendwo, sondern auf großen Plakatwänden mitten in der Stadt. Mal was Echtes ist eine Nachwuchswerbekampagne, wo wir zeigen wollen, was das Malerhandwerk so alles macht. Es ist so, dass wir Großflächenplakate gestalten mit Malertechniken, um zu zeigen, das Malerhandwerk bietet viel mehr, als viele meinen. Das erste Plakat der Aktion steht auf dem Gelände der Handwerkskammer Wiesbaden. Gestaltet wird es unter anderem von Penelope Krämer und Maya Lindner. Maya ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Kirchenmalerin und beim Malerbetrieb Steuernagel und Lampert. Penelope macht ihre Ausbildung im elterlichen Malerbetrieb Jan-Ole Krämer Malermeister. Also es ist natürlich sehr spannend. Ich finde es total schön, dass man mal mehr aufmerksam machen kann auf das Handwerk, weil es einfach wundervoll ist und es macht so einen riesigen Spaß, da einfach ein Teil von zu sein. Und macht mich ein bisschen stolz, hier heute mitwirken zu können. Ich finde es auch total toll. Für mich ist es die erste Aktion sowas in der Art, wo ich dabei bin. Und ich finde es total cool, dass wir eben für den nächsten Jahrgang dann oder auch für die nächsten kommenden Jahrgänge eben sowas machen können, um ihnen zu zeigen, wie toll das eigentlich ist. Ja, und die beiden sind natürlich nicht allein. Tatkräftige Unterstützung beim Applizieren der Schriftzüge und bei den notwendigen Vorarbeiten liefern Richard Horball, Thaisa Aldowey und Maurice Kirsch. Für Maurice bedeutet das Gestalten einer Plakatwand die Chance, neue Dinge auszuprobieren, die in seinem Ausbildungsalltag so nicht vorkommen. Also ich habe sowas auch in der Firma gar nicht gemacht, so in dem Ausmaß, sag ich jetzt mal. Das sind so neue Erfahrungen, die man machen kann. Für Ingeborg Totzke sind solche Aktionen wichtig, um für die Zukunft vorzusorgen. Aktuell entscheiden sich zwar immer noch rund 600 junge Menschen in Hessen für eine Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk, doch es werde immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Wir haben einmal die vielen Innungen, also 25 Maler- und Lackiererinnungen, die beteiligt sind, die Innungsbetriebe, die Auszubildenden, die Ausbildungsmeister und natürlich der Verband, dann die entsprechenden Sponsoren, die Industrie, die Handwerkskammer. Insofern alle ziehen an einem Strang und unterstützen uns hier bei dem Thema Nachwuchswerbung. Die Themen Nachwuchs und Zukunft des Malerhandwerks und insbesondere die Zukunft der einzelnen Handwerksbetriebe gaben für den Verband den Anlass, eine weitere Aktion ins Leben zu rufen. In den nächsten Jahren werden über 50% aller Betriebe übergeben oder sollen zumindest übergeben werden. Und wenn wir keinen Nachwuchs, keinen Berufsnachwuchs haben, dann haben wir natürlich auch keine Nachfolger und keine Führungskräfte. Also deshalb kämpfen wir hier tatsächlich an allen Fronten. Berufsnachwuchs und Führungsnachwuchs ist für uns besonders wichtig und dann klappt es auch mit der Nachfolge. Ja, und die Azubis hoffen, dass die Aktion Früchte trägt und junge Menschen dazu motiviert, eine Ausbildung im Malerhandwerk zu beginnen. Denn bei einem sind sich alle fünf einig, bei der Wahl ihres Ausbildungsberufes haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Der Fokus lag darauf, was Abwechslungsreiches zu haben, vielleicht nochmal ein bisschen Abenteuer. Also jede Woche irgendwo anders hinzukommen. Man ist vielleicht nochmal länger an einer Baustelle, aber dann in ein paar Monaten vielleicht wieder den Wechsel, neues Team, neuer Standort. Und das fand ich besonders spannend. Ja, ich fand es auch total schön, eben mit meiner Familie zu arbeiten. Ich bin damit groß geworden, ich wurde früh mit dem Beruf konfrontiert. Und ich finde es total toll, eben die Kreativität mit einzubringen. Oder auch eben, es ist total abwechslungsreich. Man hat total viele verschiedene Aufgaben. Es ist nicht jede Woche das Gleiche, sondern man hat halt wirklich jedes Mal was anderes. Insgesamt werden bei der Aktion Mal was Echtes, werde Maler und Lackierer 50 Plakate gestaltet. In allen Landkreisen und großen Städten in Hessen sollen die Plakate an zentralen Stellen zu sehen sein. So, dass möglichst viele Menschen dort vorbeikommen und sehen können, was das Malerhandwerk kann.